Ground and pound, pound, pound. Ground and pound, ground, pound. Ground and pound. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. In der heutigen Sendung blicken wir zurück auf Superior FCs Zusammenarbeit mit M1 und wir sprechen mit dem neuen Leichtgewichtstitelträger von M1, Daniel Weichel. Unterstützung bekomme ich dabei vom Ground & Pound Chefredakteur Jan Großömigen. Hallo zusammen. Und Ground & Pound TV-Reporter Daniel Leifeld. Hallo, grüßt euch. Mein Name ist Martin Tauer und ihr hört Ground & Pound Radio. Bevor wir zu Superior FC kommen, blicken wir noch ein Wochenende zurück. Da gewann Daniel Weichel den M1-Leichtgewichtstitel gegen José Figueroa durch K.O. in der ersten Runde. Mich freut es nun ganz besonders, dass Daniel sich etwas Zeit genommen hat und zu uns in die Sendung gekommen ist. Hallo Daniel. Hallo, sehr gerne. Grüßt euch. Du hast den Gürtel nun schon eine Woche. Hat sich seitdem irgendwas für dich geändert? Naja, so der Medienrummel ist ein bisschen größer geworden. Wir haben jetzt ein paar Interviews gegeben mit ein paar russischen Kampfsportmagazinen, französischen, amerikanischen. Ja, ansonsten haben wir die Woche mal ein bisschen sacken lassen, ja, ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber jetzt gegen Ende ist eigentlich wieder der Alltag eingekehrt, ein bisschen Training, ja, alles wie gehabt. Daniel, ich glaube, so emotional wie nach dem Titelgewinn haben wir dich, glaube ich, noch nie erlebt. Du hast ja zweimal beinahe schon große Titel gewonnen, einmal bei FX3 und einmal bei Bama. Da hat es dann aber nicht ganz gereicht. Was ging da dann in dir drin vor, als der Ringrichter tatsächlich den Kampf beendet hat und du endlich am Ziel warst? Ja, also da haben ja mehrere Faktoren auch noch eine Rolle mitgespielt. Zum einen die Atmosphäre in der Halle in Moskau vor den 22.000 Zuschauern. Und zum anderen bereite ich mich auf den Kampf jetzt auch schon fast ein halbes Jahr lang vor. Und ja, da ist einfach ein großer Stein von mir gefallen. Ja, also das war ja auch, ist ja ein sehr großer Traum von mir gewesen, um den M1-Gürtel zu kämpfen. Und dass es dann noch eben vor der Kulisse war und auf diese Art und Weise war wirklich, das ist wirklich, wie gesagt, ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ja, das war ein sehr schöner K.O. Und du hattest ja eigentlich die meisten deiner Siege durch Submission eingefahren und auch die Kommentatoren hatten während der Übertragung gesagt, dass du den Kampf am besten auf den Boden verlegen solltest. War es geplant, dass du erstmal im Stand gegen ihn kämpfst? Ja, also ich muss auch dazu sagen, das ganze, also das letzte Jahr habe ich sehr, sehr viel an meinem Stand-up gearbeitet mit unseren Trainern hier beim MMA Spirit und ja, ich glaube, wie man sehen kann, hat sich da auch einiges getan und der Gameplan für den Stand war genau so, wie es passiert ist. Wir wollten erstmal auf Distanz bleiben, gucken, mit wie viel Druck er denn boxt und dann eben seine Führhand auskontern oder auf die Kicks eben mit einem Konter reingehen. Ja, das war so der Plan und der hat halt auch perfekt funktioniert, ja. Ja, ganz perfekt ja scheinbar doch nicht. Wenn ich richtig gehört habe, hast du dich irgendwie an der Hand verletzt, stimmt das? Ja, das stimmt. Also die Kapsel am Daumen und am Zeigefinger sind angerissen und ja, da bin ich die nächsten Wochen auch ein bisschen, muss ich ein bisschen runterfahren. Ja, nur leichtes Training. Weißt du schon, wie lange du dann tatsächlich ausfallen wirst? Also kann man schon sagen, wann ungefähr du wieder deinen nächsten Kampf bestreiten kannst? Ja, ich werde die Hand jetzt wöchentlich kontrollieren lassen. Aber ich denke mal, dass so in 3 Wochen ich wieder mit einem regulären Training anfangen kann. Hat M1 eigentlich schon den ersten Herausforderer für dich ausgesucht? Gibt es da schon einen Number One Contender oder muss man da erstmal abwarten? Nee, also da steht bis jetzt noch keiner fest. Wie viele Kämpfe hast du da eigentlich noch bei M1 in deinem aktuellen Vertrag? Kannst du das sagen? Also aktuell sind es jetzt noch 3 Kämpfe, die ich bei M1 im Vertrag stehen habe. Das heißt also, bei euch in Frankfurt ist gerade schon auf lange Frist mit M1 geplant oder schielt man da heimlich schon so ein bisschen zur UFC rüber nach so einem großen Titelgewinn? Ja, das mit dem Vertrag hat sich ja vor einem Jahr dann ergeben, wo dann ein 6-Kämpfer-Vertrag festgelegt wurde. Und ja, wie gesagt, die 3 Kämpfe sind jetzt noch zu machen und was danach kommt, wird man dann sehen. Das Jahr 2011 ist ja jetzt auch schon so fast vorbei. Kann man schon mal anfangen, ein kleines Resümee zu ziehen?
Bei dir war es ja ziemlich erfolgreich. 3 Siege bei der M1 Challenge bzw. M1 Global. Wie hast du das Jahr selbst aus deiner Sicht erlebt? Ja, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel trainiert. Ich habe versucht, wie gesagt, meinen Stand-up weiter zu verbessern, im Ring wieder stärker zu werden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Boden ein bisschen darunter gelitten hat. Also wirklich die Schwerpunkte waren dieses Jahr Stand-up und Ring. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung und ja, ich denke mal, dass vor allem hier im MMA Spirit die Möglichkeit habe, mich immer weiter zu entwickeln und hoffe mal, dass nächstes Jahr so weitergehen wird. Gibt es da bestimmte Namen, denen der Erfolg jetzt speziell im Stand und Ring zu verdanken ist, oder war es mehr so eine allgemeine Teamgeschichte? Nee, also wir haben ja hier, hier in Frankfurt den Roger Knorr, den fürs Boxen, den Willi Fischer, den Alexander Schröder, die speziell nur fürs Boxen da sind, und dann den Falja Chabari und den Sami Al-Masuri, die unsere Thai-Box-Trainer sind. Ja, und mit denen trainiere ich regelmäßig und ja, ich denke, der Mix aus, jeder gibt eine Kleinigkeit dazu, die mir helfen, eben meinen Stil zu vervollständigen. Und ja. Jetzt, wenn du sagst, dass dies Jahr so der Fokus mehr auf dem Stand-up und Ring war, was hast du dir dann für 2012 vorgenommen? Also ich denke, woran man immer arbeiten kann, ist die Kondition. Und vor allem, wenn ich jetzt auch den Titel verteidigen muss, sind ja 5x5 Runden immer angesetzt und da werde ich sehr stark konstant an meiner Kondition arbeiten und werde versuchen, die Balance zwischen Boxen, Ringen und Jiu-Jitsu zu halten. Ja, wie gesagt, im MMA ist es halt immer ein bisschen schwer, finde ich, immer alles ausgewogen zu trainieren, und ja, ich werde mir einfach die Zeit nehmen und versuchen wirklich in allen Bereichen nochmal einen Zahn zuzulegen. Gibt es eigentlich, auch wenn jetzt so eine genaue Herausforderung noch nicht feststeht und der Champion sich eigentlich die Gegner nicht aussuchen kann, aber hast du da irgendwie schon in dem Roster von M1 einen Mann im Visier, wo du sagen könntest, das könnte vielleicht der neue Herausforderer werden? Naja, es gibt jetzt mehrere Kämpfer bei M1, die wieder eine Siegeserie hingelegt haben. Zum einen Juri Iflev hat seine letzten Kämpfe gewonnen. Dann der Artur Damkowski hat seine Kämpfe jetzt auch gewonnen. Und ja, ich denke, alle, die eine gute Siegeserie haben, werden jetzt so mitten in den Fokus kommen. Wie würdest du eigentlich M1 als Organisation, da hört man ja eigentlich ziemlich viel von, es gibt ein paar kritische Stimmen, es gibt aber auch ziemlich viele begeisterte Stimmen von den Fans über die Organisation. Wie würdest du die mit anderen europäischen Organisationen vergleichen, mit denen du schon zu tun hattest, oder auch mit deutschen? Also ich kann da nur für mich sprechen, M1 ist top organisiert und ich bin sehr zufrieden, wie sie mich behandeln und wie alles abläuft. Also gerade jetzt in Russland habe ich jetzt auch schon öfter gekämpft und ich muss ganz einfach sagen, ich liebe es, in dem Land zu kämpfen. Ich liebe es, bei M1 zu kämpfen. Das ist einfach fantastisch. Ja. Und jetzt, ich meine, das letzte Event war es dann wirklich der Höhepunkt, ja, mit 22.000 Zuschauern, Wladimir Putin mit dem Publikum und ja, also für mich war das definitiv der Höhepunkt meiner Karriere. Ja. Apropos Fedor, hast du dann auch die Chance, den Kampf noch am Ring zu sehen zwischen ihm und Monzen? Ja, ich war dann kurz hinten, aber bin dann relativ schnell wieder nach vorne gekommen und hab mir den Kampf dann komplett angeguckt. Und was meinst du dazu? Also manche haben da schon wieder das Kritisieren angefangen, aber eigentlich war das ja korrekt von ihm, so zu kämpfen nach 3 Niederlagen in Folge, weil mit einer 4. Niederlage gegen Monzen wäre ja wahrscheinlich das Karriereende gekommen. Ja, also in meinen Augen war Fedor extrem fit, hat er eben taktisch sehr klug gekämpft, ist kein Risiko eingegangen und er hat einen sicheren Sieg eingefahren. Wie du auch schon gesagt hast, nach den 3 Niederlagen, denke ich, war das eben das Resultat daraus, dass er in dem Kampf eher verhalten gekämpft hat, aber taktisch 100%ig klug und ja, in meinen Augen war auf jeden Fall in sehr, sehr guter Verfassung gewesen.
Und ich bin sehr gespannt, gegen wen er als nächstes dann antritt und wie er sich dann schlägt. Hast du da schon irgendeinen Tipp oder irgendwie eine kleine Ahnung, wer der Nächste sein könnte? Viele Möglichkeiten gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Ich denke, er wird in Japan kämpfen als nächstes. Und ich glaube, es steht auch schon ein Gegner fest. Ich glaube, er kämpft gegen Ishii. Mhm. Ja. Und ich denke, das wird er auch machen. Also, ja, ich denke, es ist halt ein sehr guter Kampf für das japanische Publikum, die Fedor immer noch stark in Erinnerung haben. Und ja, ich denke, wo er auch eine Menge Fans hat. Und ich denke, es wird auch wieder ein großer Kampf für M1 werden. Und ja. Hast du den dann auch persönlich noch kennenlernen dürfen? Ja, ich habe ja Fedor in St. Petersburg schon mal getroffen. Und ja. Also persönlich mit ihm gesprochen, also habe ich jetzt nicht, aber man sieht sich halt immer mal in der Lobby oder dann beim Weigh-In hat man dann ja die ganze Zeit ein bisschen miteinander zu tun. Aber dass wir jetzt so geplaudert hätten, war jetzt nicht der Fall. Um nochmal auf M1 als Organisation zurückzukommen, du bist ja nicht der einzige Deutsche derzeit unter Vertrag, sondern auch deine Teamkollegen Christian Eckerlin und Sunay Hamidov. Wie sieht's bei den beiden mit der Zukunft bei M1 aus? Christian hat jetzt leider verloren seinen Kampf bei der M1 Challenge und Sunay gewonnen, ist jetzt in dem Mittelgewichtsturnier weitergekommen. Wie sieht es mit den beiden aus? Ja, also ich denke, Sunay wird auf jeden Fall Gas geben. Ja. Ich kann nur sagen, dass er ein extrem guter Trainingspartner ist und noch eine Menge Potenzial hat, das er ausschöpfen wird. Und bei Christian, bei seinem vorletzten Kampf war er angeschlagen noch und bei seinem letzten Kampf hat man ja eigentlich auch gesehen, dass er den Kampf die ganze Zeit dominiert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann in die Guard ging und er eine Sekunde lang nicht aufgepasst hat. Und wie es halt im MMA so ist, manchmal hat man eine Sekunde, ist man unaufmerksam und dann fällt man in den Armhebel rein. Und dann war es das halt. Aber ich bin mir sicher, dass er in seinem nächsten Kampf wieder zeigen wird, was Sache ist. Und ich bin mir 100% sicher, dass er seinen nächsten Kampf gewinnt. Und ihr habt ja in Frankfurt auch mittlerweile ziemlich viel mit Dennis Siever zu tun. Mhm. Wie ist denn da so das Training mit einem, der es quasi als erster Deutscher geschafft hat, in die UFC zu kommen und eigentlich bis heute so die besten Leistungen dort gezeigt hat? Ja, Dennis und ich kennen es ja auch schon mehrere Jahre und immer wieder schön mit ihm zu trainieren und er bringt halt auch mal wieder einen neuen Input rein und ja, es ist einfach klasse, wenn man neue Trainingspartner hat, die immer mal ein paar neue Ansätze zeigen vom Training. Und ja, wir trainieren regelmäßig zusammen. Mal kommt er hoch, mal fahren wir runter nach Mannheim. Und ich denke, wir ergänzen uns ganz gut. Ja. Du hast ihn ja aber vor, ich glaube, 5 Jahren bei der Mixfight-Gala mal in einem Kampf getappt. Gab es da dann noch irgendwie so, ja, bisschen Brisanz, als ihr das erste Mal zusammen trainiert habt, von wegen so, dem Weichel zeige ich es jetzt, oder? Nee, also wir haben uns ja schon immer sehr, sehr gut verstanden, auch direkt nach dem Kampf damals. Also Dennis ist ja sowieso ein sehr sportlicher Typ und da gab es nie irgendwelche Komplikationen und er hat sich auch gefreut, als wir dann damals das vorgeschlagen haben, dass wir mal zusammen trainieren, war sofort mit dabei und ja, da gab es, also, nee, wir haben es immer ganz gut verstanden, auf der Matte und auch neben der Matte. Gibt es da gerade außer den Leuten jetzt bei M1 noch ein paar andere Jungs aus dem MMA-Spirit, die demnächst vielleicht in Deutschland oder sogar in Europa einen Durchbruch schaffen könnten? Auf jeden Fall, wir haben eine Menge Jungs, die jetzt nachkommen. Der Dennis Oliwka wird jetzt am Wochenende kämpfen bei Pride and Honor. Der Max Koga ist einer unserer Nachwuchskämpfer. Der Rafael Levon hat jetzt auch schon drei Siege eingefahren, keine Niederlage. Ja, und noch eine Menge mehr. Also steht die Nachwuchsarbeit auf jeden Fall weit oben bei euch.
Auf jeden Fall. Also unser Pro-Team im MMA ist sehr gewachsen und ja, das Training macht von Woche zu Woche mehr Spaß, weil halt immer auch immer mehr Leute da sind, mit denen man arbeiten kann, immer mehr gute Trainingspartner. Das bringt natürlich jeden voran hier im Team. Und wie siehst du das so momentan in Deutschland? Kämpfst du ja jetzt eigentlich mehr außerhalb, aber bist quasi in Anfangszeiten schon in Deutschland im Ring gestanden. Wie siehst du da so ein bisschen die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, was die Veranstaltungen und so angeht? Eigentlich sehr positiv, weil es kommen immer mehr Zuschauer zu den Events und die Events werden doch immer professioneller, wie man sehen kann. Und es wird auch versucht, ein bisschen Show mit reinzubringen, nicht immer nur einfach die Gala abhalten und fertig. Es wird jetzt wirklich auch ein bisschen mehr am Drumherum von der Show gearbeitet und das finde ich gut. Ja, also dann macht es den Leuten, den Zuschauern auch immer mehr Spaß, eben in die Hallen zu kommen und sich die Kämpfe anzugucken. Und selbstverständlich sieht man ja auch, dass in Deutschland das Niveau der Kämpfer gewachsen ist und somit halt auch die Kämpfe viel spannender werden, viel attraktiver, spektakulärer. Und ich denke, dass da auch im nächsten Jahr noch viel passieren wird. Was können die deutschen Veranstalter denn noch von M1 lernen? Ich glaube, was auch viel so hinter den Kulissen läuft, ist einfach die professionelle Organisation, dass die Kämpfer eben optimal betreut werden und dass da nicht so viele Ungereimtheiten gibt. Ja. Also wie gesagt, bei M1 ist ein Ablauf von der Ankunft am Flughafen bis zum Abflug, ja, wo man sich einfach auf die Leute verlassen kann und ja, wo man den Kämpfern einfach eine Menge Stress abnimmt. Und ich denke, damit könnte man noch einiges machen hier in Deutschland. Bist du da selbst mal schon bei Veranstaltungen, ich sag mal, in Anführungszeichen Opfer von so Unprofessionalität geworden? Ja, das kam bestimmt schon öfter vor, ja, wo wir dann eben ja, eine Jugendherberge oder sowas hatten, wo es halt kein Frühstück oder so gab. Aber ich muss auch dazu sagen, dass insgesamt das komplette Umfeld um mich herum mehr professioneller geworden ist und von daher solche Sachen auch von Anfang an gar nicht mehr vorkommen würden, da ich einfach ja, ein Management habe, das sich 100% um alles kümmert und mir eigentlich das Ganze drumherum abnimmt und ich mich nur noch aufs Training und aufs Kämpfen konzentrieren muss, ja, so mit dem Kopf frei habe. Das heißt also, wenn wir es jetzt in Deutschland, Europa, weltweit etc. schaffen möchte als deutscher Kämpfer, sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ein vernünftiges Management hat und einen kompletten Trainerstab hinter sich. Ja, ich meine, es ist ja auch schwer, so einen kompletten Trainerstab eben zu haben, ja, aber wenn man eben Leute um sich herum hat, die sich darum kümmern, dass man Trainingspartner hat und eben einem die Sachen ein bisschen leichter machen, ja, eben ja, vielleicht auch helfen, das Training mit zu planen oder die Ernährung und dann da ein bisschen zur Seite stehen. Ich denke, das nimmt schon eine Menge Arbeit ab. Ja, Daniel, dann hoffen wir, dass deine Hand bald wieder in Ordnung ist und du schnell wieder in den Ring steigen kannst. Vielen Dank. Ja, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, und bitte, ich würde gerne noch ein paar Leute grüßen. Also erstmal grüße ich das Crown Pound Team und meine Fans. Und möchte mich zudem noch bei meinen Sponsoren bedanken, dem MMA Spirit, Joja, Alo, Fight Nature, Boxhaus und Throwdown, die mich wirklich in meiner Vorbereitung bestens unterstützt haben und dafür gesorgt haben, dass ich diese Leistung bringen konnte. Vielen Dank. So Jungs, jetzt O'Neill, Daniel, würde ich gerne noch mal eure Meinung zu Fedors Kampf wissen. Ich fand den jetzt nicht gerade sonderlich unterhaltsam. Wie gesagt, Jan, hast du eben schon gesagt, es hat seinen Zweck erfüllt, aber ganz so oft muss ich mir das nicht angucken. Nee, eine Augenweide war es jetzt wahrlich nicht, aber wie es auch schon Daniel gerade gesagt hatte, er hat einen Sieg benötigt und er hat sehr konservativ gekämpft. Er hat alles Nötige getan, um den Sieg einzufahren. Die Karriere wird wohl noch ein bisschen weitergehen. Und um mehr ging es da eigentlich auch gar nicht. Also einen einfacheren
in Anführungszeichen, Gegner als Jeff Monson hätte man sich für diese Veranstaltung wahrscheinlich auch nicht aussuchen können. Im Stand hat er von vornherein Fedor nichts entgegenzusetzen gehabt und Monson hat Probleme mit dem Rücken, mit den Knien, der kann eigentlich auch kaum noch Takedowns vernünftig ausführen. Und auf dem Boden wäre er in der Oberlage eigentlich stark gewesen. Dazu kam es jetzt auch nicht so. Insofern wichtig ist, dass Fedor gewonnen hat, dass Fedor noch ein bisschen kämpfen wird. Und die spektakulären Kämpfe, die kommen dann eben jetzt hoffentlich im Jahr 2012. Also Jan, wenn ich das richtig verstanden habe, Monson ist schon Teilzeit-Invalide? Ja, so in etwa. Ja, also ich muss wirklich sagen, für mich war ehrlich gesagt wichtig, dass Fedor gewinnt. Viele haben ja jetzt gerade nach den 3 Niederlagen da gesagt, komm, Junge, geh mal nach Hause. Aber ich sehe es ähnlich wie Jan. Es war eine lösbare, dankbare Aufgabe für ihn. Aber was mich da auch gewundert hat, dass, ja, vielleicht hast du da es schon angesprochen, Jan, mit diesen kaputten Knien, dass er vielleicht nicht geshootet hat. Aber naja, die nächsten Kämpfe werden mit Sicherheit Fedor vielleicht nochmal einen Prüfstein bringen. Aber er bleibt uns ja erstmal erhalten, das ist das Gute. Der nächste Kampf von Fedor, der wird bei Dream gegen Ishii stattfinden. Ishii hat zuletzt gegen Paulo Filho einen Unentschieden geschafft. Was ist das für eine Art Gegner für Fedor? Ein Gegner wie zu besten Pride-Zeiten. Hat ein bisschen für mich Freakshow-Charakter. Gut, man muss Ishii für seine Goldmedaille im Judo natürlich Respekt zollen. Und er ist ein hervorragender Judoka, das steht außer Frage. Er ist aber kein hervorragender MMA-Kämpfer. Und ich rechne ihm da eigentlich gegen einen motivierten Fedor überhaupt keine Chance aus. Und für mich sieht es einfach danach aus, dass die Japaner für ihre schöne Silvester-Gala bzw. Neujahrs-Gala einen Kampf mit 2 großen Namen ausrichten wollten, die Zuschauer anziehen, und das ist ihnen mit dieser Ansetzung auf jeden Fall gelungen. Ja, ich würde am liebsten natürlich Fedor, wenn er kämpft, dann in der UFC oder nochmal bei Strikeforce sehen, aber da hat es ja in der Vergangenheit nicht geklappt. Ob das so jetzt zufriedenstellend ist für die ganzen Fans und die Kritiker da nicht leiser werden, ob sie da leiser werden, das wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht macht er noch 2, 3 so Kämpfe, kann dann mit 3, 4 Siegen am Ende noch abtreten, aber dann soll es dann auch langsam ausklingen. Und ich spreche hier wirklich als riesengroßer Fedor-Fan, aber wenn das jetzt, sag ich mal, zu Freakshow-Kämpfen jetzt vielleicht noch 2, 3 so eher seine Karriere ausklingen lässt, dann soll es gut sein. Aber ansonsten, ja, er hat halt einfach so einen großen Namen, dann möchte man ihn auch dann in den großen Organisationen sehen, aber ob das jetzt noch dann auf lange Dauer Sinn macht, glaube ich nicht. Ja, das Management von Fedor hat ja auch schon wieder gleich drum geschrien nach dem Kampf. Sie möchten bitte, dass Dana White einen Kampf zwischen Fedor und Cain Velasquez auf die Beine stellt. Ich glaube, daraus wird so schnell mal nichts. Obwohl hier, Entschuldigung, dass ich unterbreche, der Schwinger, den Dos Santos gelandet hat bei Velasquez, das wäre ja auch so ein Trademark-Move von Fedor. Vielleicht hat deshalb der Manager gedacht, okay, das kriegt mein Schützling auch noch hin. Könnte sein. Ja, aber jetzt, sagen wir ehrlich, als Manager hat man ja auch die Aufgabe, seinen Kämpfer zu vermarkten. Und wenn er dann jetzt gewinnt, warum soll er dann nicht jetzt nochmal probieren, da ja, die Pferde scheu zu machen? Würdet ihr das anders machen? Nee, ist auf alle Fälle richtig so. Und Fedor hat jetzt wieder ein bisschen Aufwind nach dem Sieg und den muss man direkt ausnutzen für die nächsten Kämpfe. Und es ist klar, dass es nicht zu dem Kampf gegen Cain Velasquez kommen wird, zumindest nicht in allzu naher Zukunft, aber so ein bisschen Säbelrasseln gehört einfach zum Kampfsportgeschäft dazu. Ja, aber gegen wen müsste er denn kämpfen, dass man ihn in die UFC dann nochmal holt? Da ist doch eigentlich nur, du hattest mal Gabriel Gonzaga gesagt. Ja, das wäre so ein Kampf, der mich persönlich interessieren würde, aber die UFC würde Fedor, wenn sie noch haben will, auch mit Siegen gegen irgendwelches Fallobst verpflichten. Die Frage ist, ob jetzt nach
diesen drei Niederlagen, die quasi diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit, in Anführungszeichen Unbesiegbarkeit, zerstört haben. Ob die UFC noch Interesse an Fedor hat, weil vor diesen drei Niederlagen war er halt dieser unantastbare Russe, der alles und jeden geplättet hat. Und mittlerweile ist er halt zwar einer der besten Schwergewichtskämpfer in der Geschichte des MMA-Sports, aber eben nicht mehr so unter den Top 5 seiner Gewichtsklasse. Aber genau da, das ist ja gerade das Problem. Also ich glaube, Dana White hat sich nach der dritten Niederlage in Folge von Fedor wirklich die Hände gerieben, dass er dann sagen kann, seht mal Jungs, ich habe schon von vornherein das gesagt, der Junge, der schafft das nicht, der ist gar nicht so gut, wie alle immer gesagt haben. Und ja, ich glaube, eine bessere Genugtuung gab es für ihn gar nicht. Und was Jan gerade schon angesprochen hat, er wird da mehr oder weniger auch dann jetzt sagen, sofern er jetzt finanziell für die UFC nicht gerade jetzt für ein Pay-Per-View mega erfolgreich ist, wenn die klipp und klar sagen, Junge, du hast bei Strikeforce verkackt, jetzt was willst du hier bei uns in der UFC, weil du gegen Monson gewonnen hast. Also wenn er viele Pay-Per-Views verkauft und man kann das gut vermarkten, dann werden sie ihn wirklich alle Türen offen halten, aber ich glaube, momentan haben die auch gar keine Böcke drauf. Ja, da stellt sich halt die Frage, wie groß ist er in Amerika? Nur die Hardcore-Fans oder kann man da sonst noch wen mit den Fernseher locken? Ja, wir haben die denn kennengelernt. Die haben ihn gegen Silvia und Arlovski gewinnen sehen in Amerika bei Affliction. Und dann kamen ja die Pleiten bei Strikeforce. Und zusätzlich kommt ja noch das ganze Gerede von Dana White, auf den auch ziemlich viele so von den, ich sag mal, normalen Fans in den USA hören. Und ich denke, dass da das Interesse an Fedor ziemlich gering ist. Ja, das ist auch gerade, was ich damit meinte, Jan. Also wir haben die Amis ihn kennengelernt. Also nicht jeder Ami wird die Pride FC großartig verfolgt haben. Und sie haben ihn da kennengelernt gegen Andrei Arlovski, wo er dann wirklich zwei, drei Minuten im Rückwärtsgang war, hat natürlich dann super Knockout gelandet. Und auch gegen Tim Sylvia, der ja in Amerika auch als schwächster UFC-Schwergewichts-Champion zählt, weil ja bekanntermaßen da die UFC-Schwergewichtsdivision zu dem Zeitpunkt nicht so stark besetzt war. Und bei Strikeforce hat er sich dann auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wie gesagt, also ich höre mich vielleicht jetzt ein bisschen widersprüchlich an, wenn ich sage, ich bin großer Fedor-Fan, aber rein nüchtern vom Zettel her kann man es ja so auslegen und das werden die meisten Amis auch so machen. Das ist zwar grausam und total unfair, aber so ist es nun mal. Und ich sag mal, die ganzen Mainstream-Fans, die jetzt auch seit 2-3 Jahren dabei sind, die kennen halt nicht den Fedor von 2003 oder 2004. Ich würde mal sagen, ich habe Interesse, wenn er zum Beispiel noch Gonzaga und von mir aus auch noch Todd Duffy besiegt. Dann kann man das nochmal mit der UFC versuchen, aber jetzt so die ganze Zeit Fallobst, weiß ich nicht. Was ist übrigens mit Todd Duffy? Den habe ich nie mehr gesehen. Macht der noch was? Ja, der hatte irgendwie zwischenzeitlich ein paar Schauspielangebote und ich glaube, er hat sogar auch so kleinere Rollen gespielt. Ich habe ihn in dem zweiten Teil von Never Back Down gesehen. Ich glaube, es war der zweite Teil von Never Back Down. Da hat er quasi sich selbst gespielt, also so einen stoischen Kämpfer einfach. Aber was jetzt tatsächliche Kampfangebote angeht, war es tatsächlich ziemlich leise um ihn in den letzten Monaten. So wie ich gehört habe, trainiert er aber auf jeden Fall noch nebenher ein bisschen. Dann wäre das doch ein perfekter Aufwärmgegner. Aber jetzt kommen wir mal vom Fedor weg und zum vergangenen Wochenende. Da fand in Düren Superior FC präsentiert M1 Fighter Europe statt. Ich gehöre leider zu den Leuten, die es nicht nach Düren geschafft haben. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen erzählen, was da alles passiert ist. Da ist einiges passiert. Du hast viel verpasst, Martin. Hab ich schon gehört, ja. Ja, also wie gesagt, es gab jede Menge Überraschungen. Also ich denke mal, dass viele nicht auf der Liste hatten, dass Sebastian Riesch verlieren wird. Und ja, gute Schlachten, wenn ich da mal an den Kampf Martin Zavala gegen Fabus Fadami denke, da war schon gut Action los, aber ja, was mich persönlich auch überrascht hat, war auch die Niederlage von David Basiak. Wie gesagt, da war schon einiges los.
Vielleicht ja, waren da manch sicher geglaubte Siege dann doch, ja, haben mich eines Besseren belehrt. Hat man irgendwelche Änderungen zu den normalen Superior-Veranstaltungen bemerkt? Also ich würde sagen, nicht direkt Veränderungen, sondern eher Optimierung. Also es lief alles noch ein bisschen so straffer ab. Produktion war super. Also ich denke mal so, wenn man als Zuschauer da gesessen ist, dann hat man auf jeden Fall was geboten bekommen. Und die Kämpfe waren auch größtenteils ziemlich ausgeglichen von den Kampfansetzungen her. Was dann später daraus geworden ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber an sich war das meiner Meinung nach die bislang beste Veranstaltung von Superior FC. Ja, was ich nebenbei noch halt aufgeschnappt beziehungsweise beim Rule-Meeting noch bemerkt habe, ist, dass diesmal keine Knie auf dem Boden eingesetzt werden dürfen. Also zum Kopf ist ja meistens in Deutschland bei MMA-Veranstaltungen verboten, aber diesmal auch nicht zum Körper. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das jetzt generell immer bei Superior war, aber ich meine nicht. Also zum Körper ist ja auch schon ungewöhnlich. Ja, also wie gesagt, also das hat mich jetzt auch ein bisschen verwundert gehabt. Und ich meine, bei den letzten Superior-Veranstaltungen wäre es nicht gewesen, aber diesmal war es verboten. Also ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, warum, aber das war auf in Düren jetzt, in der Arena Düren bei der Veranstaltung war es jetzt verboten. Und ich meine auch Ellbogen zum Kopf. Das Ellbogen zum Kopf, das ist ja, sagen wir, noch relativ normal. Ist denn bei M1 Knie am Boden allgemein verboten? Nee, ist eigentlich erlaubt, so wie ich es weiß. Es könnte natürlich auch sein, ich meine, Superior FC hatte ja schon ein bisschen rechtliche Schwierigkeiten in Hessen. Und es kann auch gut sein, dass irgendwie es Auflagen gab von Seiten der Stadt oder den Hallenbesitzern, die gemeint haben, man sollte das ein bisschen mit dem Regelwerk herunterfahren. Es gab ja auch die Änderung, dass unter 18 kein Einlass ist. Und insofern könnte es schon sein, dass es ein bisschen was mit der zur Schaustellung von Gewalt zu tun hat. Vor dem Event wurde ja auch gesagt, dass ja, Superstars auftauchen würden. Fedor und Musashi, sind die denn auch da gewesen? Ich habe die beiden nicht gesehen auf dem Event. Also ich gehe davon aus, dass die auch nicht da waren. Ich glaube, Ernesto Hust war ja auch gemeldet, dass er kommen sollte. Da war irgendetwas mit Flughafen, ist er verhindert worden zu kommen. Also das habe ich jetzt so gehört und da weiß ich, dass es daran gelegen hat. Bei den anderen beiden dazu kann ich jetzt nichts sagen. Also ich habe sie nicht in der Halle gesehen. Du, Jan? Ich leider nicht, obwohl ich eigentlich schon meinen Fotoapparat scharf gestellt hatte, um endlich mal ein Bild mit Fedor zu haben. Das ist immer so eine Sache mit irgendwelchen angekündigten ausländischen Gästen. Da ist es meistens so, dass die dann durch irgendwas verhindert sind und dann doch nicht erscheinen. Weiß es nie so recht. Ich persönlich verlasse mich eigentlich nie auf solche Ankündigungen, sondern wenn jemand kommt, dann freue ich mich und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich sag mal auch so, solche Stargäste sind mehr eine Prestigeangelegenheit für Veranstalter. Ich persönlich setze mich nicht 800 Kilometer ins Auto, um von den Rängen dann irgendeinen bekannten Kämpfer zu sehen, sondern ich will Kämpfe anschauen, wenn ich zu einer Veranstaltung komme und nicht von Weitem irgendwelche einigermaßen bekannten Kämpfer begaffen. Deswegen, wer extra wegen irgendwelchen Stargästen jetzt nach Düren gefahren ist, tut mir leid für diejenigen, aber ja. Es ist ja auch so, ich glaube, Gegard Mousasi wird auch schon im Dezember bei Strikeforce wieder kämpfen, wird auch dementsprechend in den Trainingsvorbereitungen sein. Dann ist das auch immer so eine Sache, ob er dann, ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall zugesagt hat, aber ob es dann auch gleich mit dem Training passt oder ob man da vielleicht auch noch kurzfristig ein Camp in Amerika oder sonst noch irgendwo organisieren konnte. Ich meine,
aus Sicht des Kämpfers kann ich dann auch verstehen, dass er dann vielleicht sagt, okay, in 3 Wochen geht mein Kampf und das ist ein sehr wichtiger Kampf für mich. Also er möchte ja auf jeden Fall zu die Krone zurückhaben im Halbschwergewicht und ja, dass man dann eher vorzieht, vielleicht das Camp dann noch ein bisschen zu vertiefen, als dann zu der Veranstaltung zu fahren, kann ich auch schon in gewisser Art und Weise nachvollziehen, was dann vielleicht ein bisschen blöd für die Fans ist, aber ich sag mal, Jan Martin, wenn ihr jetzt dann die Wahl hättet, euch dann konzentrierter auf den Kampf vorzubereiten oder vielleicht dann auf den Event zu gehen, ich denke mal, ihr würdet ähnlich handeln, oder? Absolut. Ja, nachvollziehen kann man das schon. Das ist dann halt nur meistens dann eben schade für die Fans, die sich dann eben, wie gesagt, extra da ins Auto hocken und einmal Fedor sehen. Ja, aber es war ja nicht nur Fedor. Nick Hain, der Kampf ist ja dann auch ausgefallen. Ruben Crawford, der war krank. Hat das so ein bisschen der Stimmung oder dem Event geschadet oder war trotzdem alles da gut? Das waren eben jetzt, Hain und Crawford waren zwei von den größeren, bekannteren Namen, die dort gekämpft hätten. Und ich persönlich hätte gern gesehen, wie jetzt Nick Hain nach seiner Niederlage zurückkehrt. Und Crawford ist eigentlich auch jedes Mal wieder sehenswert. Das war ja auch kurzfristig bei Nick Hain. Er war ja einen Tag vorher noch auf der Waage und hatte auch Gewicht gemacht, war bestens vorbereitet. Aber es gibt halt leider die ein oder anderen Scheißbakterien oder Viren, die hauen einen auch innerhalb von wenigen Stunden nieder. Und ja, wir haben jetzt fast Dezember und die Grippeviren sind überall unterwegs. Man kann es halt leider nicht verhindern. Also die Jungs sind top vorbereitet, da ist das Immunsystem eh immer so ein bisschen geschwächelt. Und ja, dann erwischt es halt leider mal. Ich meine, Jan hat es gerade schon gesagt, gerade bei Nick Hain war es ein sehr schmerzlicher Ausfall. Bei Ruhm hat es sich ja schon ein bisschen eher angedeutet, dass ihm vielleicht die Grippe halt nicht kämpfen lässt, aber so ein paar Stunden vor dem Event ist natürlich immer sehr unglücklich und dann auch für die Veranstalter ja fast unmöglich, dann noch irgendwie einen, sag ich mal, adäquaten Ersatzkampf auf die Beine zu stellen. Aber es war schon ärgerlich, aber ich sag mal, da waren noch einige Kämpfe, die haben gezeigt, dass sie die Fans dann doch gut unterhalten können und ja, man hat es dann mit Weinen und Lachen im Auge gesehen. Was waren denn eure Highlights? Ich fand als Kampf Garcia Chambe gegen Sufyan Hashadu ziemlich spannend. Beide erst so 19, 20 Jahre alt und da ging es eigentlich 2 Runden lang hin und her, hohes Tempo. Das sind auf jeden Fall 2 Kämpfe, von denen wird man 2012 bestimmt noch einiges hören. Dann natürlich der Auftritt von Martin Zawada im Mittelgewicht, wirklich sauberes Boxen, das er da gezeigt hat. Und Benjamin Russ war in ziemlich guter Form, ist jetzt im Mittelgewicht auch noch unbesiegt. Also insgesamt gab es da eigentlich ziemlich schöne Kämpfe und auch von allem etwas. Es gab schöne K.O.s wie der von David Basiak und es gab auch schön herausgearbeitete Submissions wie der Triangle Choke von Dolotenko gegen Riesch. Also als Fan war da eigentlich von allem etwas dabei für einen. Und du hast ja gerade auch schon das Rahmenprogramm angesprochen, das war für mich auch ein kleines Highlight. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, irgendwas mit Terror. Die haben zwar keinen Terror in der Halle gemacht. Terrorschwestern. Genau, sehr gut bewegt. Also die Jungs, die da zu Hause geblieben sind, also da kann ich nur sagen, da haben sie auch vom Rahmenprogramm gut einiges verpasst. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe... Ja, du hast nur am Ring geschaut. Geguckt, stimmt. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt auch schon so Highlights ansprechen, ich habe es eben schon ein bisschen verkündet, ein Highlight ist es nicht direkt, aber ich war schon sehr überrascht vom Kampf Sebastian Riesch. Also der Alexander Dolutenko hat das wirklich top gemacht. Und das war für mich, also für mich war es jetzt keine sichere Sache, dass Sebastian Riesch gewinnen wird. Aber er ging für mich schon als Favorit in den Kampf. Aber auch war ein bisschen so Dramatik auch dabei mit Danny Stritzke. Da war zum Beispiel auch ein Kämpfer, der bislang ungeschlagen ist. War glaube ich 3-0 alle Kämpfe. Vorzeitig fast alle in der ersten Runde mal beendet. Und da hatten wirklich auch einige Kämpfer da auch ihre weiße Weste zu verlieren, genauso wie Abu Al-Zaitar. Und das sind dann so auch Kämpfe, wo man sich das anschaut und sagt, ja, da steht auch für den Kämpfer viel auf dem Spiel.
Und da ist für mich schon so eine kleine Dramatik immer drin enthalten. Und das lässt mich dann auch die Kämpfe dann so ein bisschen aufmerksamer verfolgen. Wobei man dazu sagen muss, wo du jetzt gerade Danny Stritzke angesprochen hast, also meiner Meinung nach war das zu früh abgebrochen und zwar weit zu früh. Es war nach 14 Sekunden circa. Er geht nach einem linken Haken auf den Boden, aber er bekommt dann vom Ringrichter überhaupt keine Chance mehr, sich weiter zu verteidigen. Ich denke mal, wenn man zugelassen hätte, dass der Klebikow da noch zwei, drei Schläge auf dem Boden landet und er sich da nicht verteidigen kann, okay, wird abgebrochen, aber er ging zu Boden und dann war der Kampf zu Ende. Und aus dem Winkel, in dem ich zum Geschehen gesessen bin, sah das nicht so aus, als ob der Stritzke K.O. war. Ja, kann ich dir recht geben. Es ist halt immer so eine schwierige Sache. So, also aus dem ersten Blickwinkel, wo ich stand, hätte ich auch gedacht, oh, der ist K.O., weil er halt auch so merkwürdig runtergegangen ist. Aber wo er dann halt wirklich dann auch noch reagieren konnte, dann sah es dann wieder anders aus. Also ähnliche Situation war ja auch bei Farbod Fadami. Beim ersten Niederschlag habe ich gedacht, okay, der steht nicht mehr auf. Also das war ja, wirklich, wie du gerade schon angesprochen hast, sauberes technisches Boxen von Martin Zavala. Und er hat ihn auch sehr gut erwischt. Aber es gibt halt manche Kämpfer, die werden gut erwischt und stehen dann trotzdem auf und halten ein bisschen mehr aus. Das ist immer halt eine schwierige Situation, aber ich sehe es da wirklich ähnlich wie du, ja. Bei Farbod Fadami muss man halt sagen, er hat nach dem zweiten Niederschlag noch nach dem Single Leg gegriffen und Zawada hatte ein Bein befreit und die Hand frei, um zu schlagen. Und da ist jetzt halt die Situation, geht der Ringrichter dazwischen und sagt, okay, der Zawada ist bereit, jetzt da noch einige Hammerschläge hinterherzusetzen. Oder gibt der Fadami, wenn er sich schon das Bein gepackt hat, noch die Chance, sich da rauszuwinden? Und das ist halt eine Sache, da bin ich froh, dass ich kein Ringrichter sein muss, weil Ja. da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl und auch sehr viel Erfahrung, um so eine Situation richtig einschätzen zu können. Jetzt Marco Brörsen hat natürlich die Erfahrung, aber da war ich mir echt nicht sicher, ob der Kampf da schon hätte beendet werden sollen. Er ist ja auch immer so ein Ding, also ich sag mal, Matt Lindland nehme ich da immer als Beispiel. Also, der hat ja zum Beispiel schon mal zwei K.O.s einstecken müssen. Da musste man sich ja Sorgen machen, ob er überhaupt noch mal jemals aufsteht. Es ist halt immer, wozu tendiert man eher? Nimmt man lieber in Kauf, dass derjenige noch mal zwei, drei richtig heftige Schläge abbekommt und dann erstmal unter Umständen eine halbe Minute regungslos am Boden liegt? Oder tendiert man dann eher dazu, ein bisschen früher abzubrechen? Also, ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir auch nicht zutrauen, da als Ringrichter rein. Ich weiß nicht, ob ich da in der einen oder anderen Sache ein bisschen nervös reagieren würde. Ich schätze Marco Börsen auch als absolut erfahrenen Hasen da. Und ich meine, so wie Kämpfer manchmal einen Fehler machen, machen auch Referees ab und zu einen Fehler. Und soweit ich das jetzt auch gehört habe oder man halt auch im Interview von Fabus Fadami hören konnte, hat Marco Börsen wohl eingeräumt, dass man hätte vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen können, aber Safety first ist halt, kommt dieses Sprichwort kommt ja nicht von ungefähr. Ja, absolut. Also die Sicherheit der Sportler geht auf jeden Fall vor. Und auch wenn es jetzt für Farbod Fadami und Danny Stritzke ein bisschen ärgerlich ist, dass sie nicht mehr die Chance hatten, den Kampf anderweitig fortzuführen, muss man doch sagen, lieber ein bisschen zu früh abgebrochen als ein bisschen zu spät und dann irgendwelche schwerwiegenderen Folgen fortzutragen. Ja, so ähnliche Situationen hatten wir doch auch bei UFC 139. Da einmal hattest du Kang Lee gegen Wanderlei Silva, da hat der Ringrichter abgebrochen. Und bei ja, Henderson gegen Shogun, da hat er dann weiterlaufen lassen, wo du dann auch gesagt hattest, vorhin hat er abgebrochen, jetzt lässt er da weiterlaufen. Ist halt auch immer eine Sache mit den bekannteren Kämpfern von Shogun und Dan Henderson, weiß man einfach, dass die viel einstecken können und dass die hohen Kampfgeist haben und sehr widerstandsfähig sind. Und in so einem großen, wichtigen Kampf denke ich, dass die Ringrichter dann einfach ein bisschen
länger laufen lassen, als sie es jetzt beispielsweise bei zwei Anfängern tun würden. Ja, es ist ja auch, wenn vorher schon wenig die Kritik war, dass unter Umständen im Kampf davor wenig zu früh abgebrochen wurde, dann sagt man sich vielleicht ja auch, okay, jetzt lasse ich lieber ein bisschen länger laufen, bevor dat mir das dann wieder nachgesagt wird. Oder dass da nachher heißt, okay, die zwei wichtigsten Kämpfe, da wurden beide zu früh abgebrochen. Ist ja immer so eine Sache, dass man sich das dann auch nicht nachsagen will, dass man praktisch zwei der wichtigsten Kämpfe da durch frühen Abbruch verkackt hat, ne? Und ich meine, wir wissen, das sind Profis, die wissen ganz genau, wo sie hinschlagen müssen. Und da kann wirklich ein, zwei Schläge, die zu spät sind, schwerwiegende Folgen haben. Und da tendiert man vielleicht wirklich dazu, ein wenig ja, zu früh abzubrechen. Ich meine, das Gejammer ist erst immer sehr, sehr groß, wenn es dann wirklich einmal zu spät ist. Und da sind die Leute, die vielleicht genauso zu früh beklagen und da sagen, ja, das war zu früh, die dann sagen, ja, mein Gott, der Typ, der war nur noch mit einem Zeh am Zucken und da haut er dann nochmal viermal auf den Kopf rein. Also, wie gesagt, ich möchte nicht in der Haut der Referees stecken. Die arbeiten mit wer weiß wie viel Druck und denen geht's unter Umständen genauso schlecht, fast wie Kämpfer, die da halt die Niederlage durch ihre Entscheidung erleiden. Also, das, ich gehe mal davon aus, dass sie immer nach bestem Gewissen handeln und ich möchte nicht damit leben müssen, dass ich vielleicht einen den Titel ja, aus der Hand gegeben habe, weil ich zu früh abgebrochen habe. Also das stelle ich mir als ziemlich beschissene Situation vor. Ja, dann sind wir mal froh, dass wir nicht in der Situation sind und einfach nur drüber reden können. Ja, zum Schluss der Sendung kommen wir jetzt ja einfach mal noch aufs kommende Wochenende gucken. Da findet das Finale der 14. Staffel von The Ultimate Fighter statt. Die letzten Kämpfe, die wurden noch nicht ausgestrahlt, von daher steht bisher eigentlich nur der Hauptkampf oder der Kampf zwischen Michael Bisping und Jason Mayhem Miller fest. Hast du Insider-Informationen, Martin, weil die Kämpfe schon stattgefunden haben? Kannst du uns hier was verraten? Nein, kann ich leider nicht. Oder hast du Angst vor eventuell finanziellen Konsequenzen? Ja, du weißt auch, irgendeine Million Euro Strafe oder was das da kostet, die habe ich nicht so ganz hier rumliegen. Ah, okay, schade. Ansonsten würde ich das jetzt gerne machen, aber so bleibe ich dabei. Und ja, wenn ich den Kampf ansehe, Miller-Bisping, muss ich sagen, ich bin kein Fan von beiden. Aber wenn man den Bisping so da als Trainer sieht, dann will man doch einfach, dass der verliert. Oder bin das nur ich? Also ich finde, Bisping wird ziemlich unsympathisch dargestellt. Wobei man natürlich sagen muss, die haben ja ihm kein Skript gegeben, wie er sich zu verhalten hat. Von daher hat er sich das schon selbst zuzuschreiben und nicht irgendwie cleverem Editing, wie es bei so Reality-Shows oftmals der Fall ist. Und eigentlich mit jeder Folge dieser Staffel wuchs in mir der Wunsch, dass Jason Miller ihm einfach nur ein paar auf die Fresse gibt. Aber ich glaube, dazu wird es leider nicht kommen, weil Bisping eigentlich perfekt ist, um gegen so jemanden wie Jason Miller zu kämpfen. Also der Miller ist ihm maßgeschneidert. Also im Entertainment ist er ihm, glaube ich, um Welten überlegen. Also da kann kaum einer mit Miller mithalten. Wobei es mir manchmal dann auch ein bisschen zu viel ist und ich mir dann denke, wem gönnst du es jetzt mehr? Aber er kann es einfach gut. Er ist sozusagen so eine Rampensau, der sich sehr gut darstellen kann. Und das meine ich jetzt wirklich auch im positiven Sinne. Und von daher wächst dann natürlich auch die Sympathie, dass also bei mir ähnlich jetzt, dass ich da wünsche mir, dass auch Miller gewinnt. Wobei ich auch sagen muss, ich denke auch, dass Bisping da sehr gute Chancen haben wird. Ja, aber eigentlich kann Bisping gar nicht gewinnen, weil er die Coaches Challenge gewonnen hat. Ach so. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die letzten Mal, wenn die Coaches da gewonnen haben, dann haben sie den Kampf nachher verloren. Ja, aber die Ausnahme bestätigt ja die Regel. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn wir nach Statistik gehen, wäre, glaube ich, jeder Dritte irgendwie ein Chinese und dann würden wir einen Chinesen schon unter uns hier haben. Ni hao. Ja, okay, dann lassen wir das. Und ja, aber ich muss da auch zustimmen. Also ich sehe Bisping in dem Kampf leider vorne. Also auch wenn man so zurückguckt, wann hat Miller das letzte Mal gekämpft? Das war 2010 im September und dann gegen Sakuraba, der, wie wir alle wissen, im Moment nicht mehr so seine Bestform hat. Und
Ansonsten davor hat er Niederlagen gegen Jack Shields und Ronaldo Sousa, so was man so als große Namen in seinem Lebenslauf findet. Also von daher sehe ich da nicht so wirklich viel, was für ihn spricht. Ja, ansonsten glaube ich, wird es nochmal so ein Matchup mit Jacare geben, oder? Das ist doch immer wieder, dass die zwei da irgendwie nicht voneinander lassen können. Ja, will die UFC denn Jacare? Jacare ist ja offiziell noch bei Strikeforce unter Vertrag, was ja seit geraumer Zeit kein Hindernis mehr ist, aber von dem habe ich jetzt eigentlich seit der Niederlage gegen Luke Rockhold nichts mehr gehört. Ja, der hat den wichtigen Kampf halt verkackt, ne? Dann wäre er sonst direkt in die UFC gekommen, also da bin ich mir fast sicher. Ich denke vielleicht, wenn er jetzt noch ein, zwei Kämpfe macht und wieder gewinnt, dann wird er mit Sicherheit zur UFC wechseln, aber das ist jetzt natürlich für ihn sehr ungünstig gelaufen. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt. Aber damit sind wir für heute am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Jan Groß-Oehmigen und Daniel Leifeld. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke auch und bis zum nächsten Mal. Immer wieder gerne. Ciao. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Ground and Pound Radio.